Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Hans? Bitte? Spreche ich mit Herrn Hans? Hans ist mein Vorname. Kennen wir uns? Nein. Ich melde mich auf der Kinderbetreuung von Mahmed 24. Ja, was kann ich denn tun für Sie? Also hier steht bei uns, dass Sie haben eine aktive Teilnahme bei uns. Sie haben vor einigen Monaten über das Internet registriert, für 3 Monate kostenfrei bei die Überlegemünzspiele zu spielen. Hallo. Hallo. Ich bin ein alter Mann. Können Sie bitte langsam und laut sprechen? Okay, hier steht bei uns, dass Sie haben vor einigen Monaten über das Internet registriert, für 3 Monate kostenfrei bei die Jubiläergewinnspiele Statische Lotterie mitzuspielen. Und dadurch haben Sie eine aktive Teilnahme bei uns. Ja. Und was möchten Sie mir jetzt mitteilen? Wenn Sie möchten, eine Kündigung auf 4 Monate machen. Eine Kündigung auf 4 Monate? Brauchen Sie so lange dafür? Also, für das muss... Bitte? Müssen Sie mit dieser... für das müssen Sie mit dieser statischen Lotterie reden. Können wir nur jetzt helfen gerade. Junger Mann, können Sie mir mal jemanden geben, der richtig Deutsch kann? Sie verstehen überhaupt nicht, was ich sage und ich verstehe Sie auch nicht. Ist nicht böse gemeint, ne? Nicht traurig sein. Gib mir mal den Chef. Also Sie müssen jetzt mit... Gib mir mal deinen Chef. Ich kann die Energie, mein Chef. Ja, oder einen Kollegen, irgendwen. Also, ich spreche ihn richtig auf Deutsch, aber Sie verstehen mich, glaube nicht. Sie müssen bitte langsam sprechen, ich verstehe das nicht. Okay, also Sie bekommen diese Unterlage von 12 Monaten kostenpflicht. Nee. Sonst, wenn Sie möchten, eine Kündigung machen, auf 4 Monate... Nee, gar nicht. Ich will gar nichts. Ich will das nicht. Dann bekommen Sie diese Unterlage von 12 Monaten kostenpflicht. Nö. Und du bist ja ein ganz schön dreister, kleiner, ganz schön dreister, kleiner Ficker, ne? Ja, so. Was kostet das denn? Das kostet 89,90. Im Monat? Im Monat, ja. Monate. Du hast doch den... Was ist denn 89 mal 4? Wie viel ist das zusammen? Zusammen weiß ich nicht. Das müssen Sie... Kannst du nicht Kopf rechnen, oder was? Du bist ein junger Kerl. 89 mal 4. Los, jetzt Sonderschule Abschlussprüfung. Kapitel 1. Ja, ja. Einbürgerungstest, ja, auch gleichzeitig. Also, das ist nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist nur sagen, Ihnen, sonst kann sie machen. Wakarimasen? War das gerade Japanisch? Sprechen Sie Japanisch? Nein. Sie haben gerade Wakarimasen gesagt, das heißt, ich verstehe nicht. Also, wenn Sie möchten eine Kündigung machen. Ja, ich möchte kündigen. Das kann sie gerade hier bei mir machen. Kann ja. Sie mir bitte sagen, zum nächsten Ihr Geburtstagsdatum? Mein was bitte? Der Braten? Geburtstagsdatum. Ja, der 1. April 41. 1.4.41. Ja. Okay, dann können Sie mir bitte sagen, Ihre Personal 7 Glückszahle oder soll ich das für euch selber regenerieren? Was wollen Sie machen? Können Sie mir sagen, Ihre 7 Glückszahlen oder soll ich das für euch machen selber? Na, ich spiele doch schon mit bei Ihnen, dann gibt's da doch schon Glückszahlen. Welche sind da denn eingetragen im Moment? Hier gibt's keine Glückszahlen. Das ist ein neuer... Aber das Sie haben doch gesagt, ich spiele es schon mit bei Ihnen, da muss es doch auch Glückszahlen geben. Ja, das ist neu. Es ist neu? Neue Tour und ja, das ist neu. Ach diese so? 3 Monate war kostenfrei und das ist weg. Für diese 3 Monate gibt es eine Glückszahl
Und für das Neue müssen Sie neue Glückszahlen sagen. Was habe ich denn gewonnen in den 3 Monaten? Können Sie mir das sagen? Ich habe gar nichts bekommen. Ja, weiß ich nicht. Weißt du auch nicht? Diese Information habe ich nicht. Ach so, es ist ziemlich beschränkt, den Informationszugang. Ne? Das machen die wahrscheinlich vom IQ abhängig. Also das geht jetzt noch 12 Monate? Nein, nicht 12 Monate, wenn Sie machen Kündigung, das geht 4 Monate. 4 Monate, das ist gut. Und sind Sie automatisch raus. Und brauchen Sie nicht mehr bezahlen und da kriegen Sie nicht mehr Anrufe und sowas. Ach so, das ist aber schade. Sportlich. Ich unterhalte mich nämlich sehr gerne mit Ihnen. Ja. Okay, dann müssen Sie, können Sie mir bitte sagen, Ihre 7 Glückszahlen oder soll ich das selber generieren? Ich nehme immer gerade ein Blatt Papier. Von wo rufen Sie denn an? Wie heißt denn die Firma? Mahmut 24. Mahmut 24? Nicht Mahmut, Mahmut. Mahmut24.de oder .com? .de. .de, ja. Und Sie sind in Berlin oder wo sind Sie? In Berlin. Wo denn da? Diese richtige Straße kann ich Ihnen nicht jetzt leider sagen. Warum? Weißt, musst du doch wissen, wo du arbeitest. Du musst du da jeden Tag hinfinden. Ich gehe nicht da. Ich arbeite nicht da. Ich arbeite an einer anderen Firma, aber wir arbeiten für Mahmut 24. Das ist irgendwo ist Ihre Firma? Wir arbeiten für Mahmut 24. Ja, das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Und wo ist Ihre Firma? Unsere Firma ist in Bremen. In Bremen, und wie heißt die? Das heißt Kundenbetreuung. Wie heißt das? Kundenbetreuung. Kundenbetreuung? Ja. Ist das Japanisch? Nein, das ist Deutsch. Hai wakarimas. Gut, dann wollen wir mal weitermachen. 7 Glückszahlen. Nehmen wir doch einfach mal die Zahlenreihe von der 5, denn die können Sie aufschreiben, oder? Ja, ich kann das direkt auf Computer aufschreiben. Ja, dann schreiben Sie mal die Zahlenreihe von der 5 einfach auf. Also bis es fertig ist. So. Also das gleich so. 43, 6, bitte? 4, 22. Was hat die 22 denn mit der 5 zu tun? Ich habe gesagt, Sie sollen die Zahlenreihe von der 5 aufschreiben. 5. Nächste geht 5, ja. Ja, ja, und Sie dann. Selber und, sagen. Ja, ja, natürlich. Okay. Die Zahlenreihe von der 5 aus. 7-mal. Was ist denn 7-mal 5? 7-mal 5. Ja. Okay, dann machen wir so. Also, ich glaube, das ist. Ich mach's mal für. Ja, was bin ich? Sie sind die Nächste, wer hat so etwas gesagt, so diese Zahl. 7-mal 5. Ja, ich wollte Sie ja im Prinzip darauf hinbringen, dass wir die Zahlenreihe zusammen aufsagen, weil ich bin ja mal Betreuer im Hort für disformierte Meerschweinchen gewesen, da haben wir das auch immer geübt, aber... Okay, können Sie mir bitte sagen, wann... Wir bringen das wann, jetzt... Ja, wann? Wann möchten Sie nächste Abwung? Auf nächsten Monat oder am 15.? Ah, nee, die 15 kommt auch noch. Also Sie haben jetzt als Glückszahl die 5 aufgeschrieben, ja? Okay, 7 Glückszahlen 5. Ja, dann kommt die 10. 5, dann 10, ja. Dann die 15. 15. Dann die 20. Also immer plus 5, das kriegst du hin, oder? Okay, 20 dann. Ja, was kommt dann? 25. Guter Junge, was kommt dann? 30. Und was kommt dann? 35. Ja, guck mal. Und 7 mal 5 ist 35. Guck mal, darauf wollte ich doch hinaus. Du sollst einfach die Fünferreihe aufschreiben. Dann kannst du mir nachher, bevor du in die Pause gehst, dein Hausaufgabenheft hinlegen. Und dann schreibe ich für die Mama rein, dass du heute sehr gut mitgemacht hast im Unterricht.
Okay. Und das sind jetzt meine Glückszahlen, ja? Ja, 15, 20, 25, 30 und 35. Jetzt brauche ich... Das hast du gut gemacht, wirklich. Wie lange arbeitest du denn schon da? Zu lange. Wie lange denn? 5 Jahre. Seit 5 Jahren? Ja. Hörst dich gerade mal an, als wärst du 15 Jahre alt, wenn wir mal bei der Fünferreihe bleiben wollen. Wie alt bist du denn? 22. Ja, wirklich? Dann arbeitest du da aber schon länger, als du nach dem Gesetz arbeiten darfst. Aber ich verrate das kein. Ja, das kann sein. Ich bin ein verschwiegener Maulwurf. Können Sie mir bitte sagen, wann will Sie die nächste Abbung? Auf 5. oder 15. Monat? Was möchte ich haben? Muss mal bitte langsam und laut sprechen. Verstehe das doch. Das kann nicht. Abhung auf... Die Abholung? Auf nächste oder 15. Was soll denn abgeholt werden? Der Kuchen, den ich backen wollte? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Was soll denn abgeholt werden? Also... Hallo. Warten Sie kurz. Ja? Hallo. Schönen guten Tag wünsche ich. Johannes Hahn ist mein Name. Grüße Sie. Herr von Rudersdorf, ich grüße Sie. Herr von Rudersdorf, Sie sind 41er Baujahr, wenn ich mich so ausdrücken darf. Nochmal bitte, können Sie ein bisschen lauter sprechen? Kein Problem, absolut kein Problem. Sie sind 41 geboren, ist das richtig? Korrekt. Warum? Ich sag das daher, habt es daher gefragt, weil Sie unter das Altersschutzgesetz fallen. Das heißt, ich kann Sie hier sofort rausnehmen. Ich kann Sie den Verpflichtungen sofort entbinden, wenn Sie das wollen. Nö, das ist ja. Ich stehe schon zu dem. Ich habe das ja vergessen zu machen. Ne? Dann stehe ich auch dazu. Ne? Ich bin nee, ja auch, das glaube ich Ihnen. Das ist ja auch vollkommen aufrichtig von Ihnen. Aber es gibt halt dieses Schutzgesetz. Ich kann Sie auch sofort rausnehmen. Dann würden auch keine weiteren Kosten mehr auf Sie zufallen. Ich möchte ja gewinnen. Sie möchten gewinnen? Ja, natürlich. Alles klar, okay. Dann werden wir Ihnen natürlich alles weitere zuwenden. Das ist ein Traum. Jetzt sagte nur der Kollege gerade, am 15. soll irgendwas bei mir abgeholt werden. Aber der konnte mir nicht erklären, was es sich da handelt. Nee, das wären dann die ersten Abbuchungen. Der hat Abholung gesagt die ganze Zeit. War er jetzt scheinbar verwirrt, der junge Mann. Aber der ist noch neu, oder? Wahrscheinlich, genau. Genau, und ein Deutsch hapert noch ein bisschen. Ist was, bitte? Was in, mit dem Deutsch hapert bei dem noch ein bisschen. Sie sind ja aus der Ukraine. Wissen ja, was gerade in der Ukraine abgeht, und wir haben viele Arbeiter hier aus der Ukraine. Ja, das ist und, schon naja, richtig. Die geben sich halt Mühe, aber es ist halt nicht deren Muttersprache. Ja, natürlich, ne? Das ist ja auch normal. Aber also genau. mit der Mathematik klappt das auch nicht so. Oh ja, ich weiß jetzt nicht, wie das Bildungssystem in der Ukraine ist, aber. Schreiben, Lesen und Rechnen haben die da bestimmt alle mal gelernt. Weil der hatte, ja, ich weiß, aber das war ganz ja auch diese kyrillische Schrift ist ja wahrscheinlich was anderes wie bei uns hier. Naja, aber im Kyrillischen haben sie trotzdem die arabischen Zahlen, wie auch eigentlich die da ganze haben sie auch Welt. Wiederum recht, ja. Da haben sie eigentlich auch wiederum recht, ja. Also auf jeden Fall, Herr von Rudersdorf, Sie werden alles schriftlich von uns bekommen. Ja. Dann können Sie sich immer noch entscheiden, ob Sie wirklich mitmachen wollen oder nicht. Wie gesagt, ich lege es Ihnen an Herz, wenn Sie das wollen. Sie können sofort entbunden werden. Müssen gar nichts machen, weil sie unter das Altersschutzgesetz fallen. Wenn ab wann greift das denn, dieses Altersschutzgesetz? Wann geht denn das los? Das greift ab 49, also ab 49 aus runter. Also ab Personen über 49? Genau. Das also bis zum 49er Baujahr, ab 50 fällt man nicht mehr unter das Altersschutzgesetz. Ach so, machen Sie das. Oben. Das heißt, genau. Sagen wir mal, alle... Also so Leute, die kurz vorm Sterben sind, die zocken sie nicht ab, aber alle anderen, die werden ausgenommen wie die Weihnachtsgans. Nee. Hier ist keine Rede von abzocken. Hier ist lediglich die Masche ist 20 Jahre alt, die der kleine Typ da gerade versucht hat, mit mir durchzuziehen. Das glaube ich nicht, Herr von Rudersdorf. Da gibt es auch wirklich viele schwarze Schafe, aber wie gesagt, wir kriegen hier keinen zu irgendwas drin. Es gibt auch natürlich... auch viele Falschanmeldungen irgendwie und dann nehmen wir die Kerne auch sofort raus. Deswegen erzähl mir doch nichts. Ich auch übernommen. Die ganze Masche ist ja gefälscht. Guck mal, der Name von mir ist ausgedacht, das Geburtsdatum ist ausgedacht und du bist live auf YouTube, du Trottel. Ja, scheiß Betrügerpack.
Ja, können Sie gerne machen. Wir kriegen euch alle. Wie ist denn das Wetter in Antalya? In Antalya sind wir leider nicht, nee. Ja, doch. Nee, sind wir nicht. Ich höre doch da den Muezzin im Hintergrund rufen. Also, ich höre hier keinen Muezzin. Da doch. Aber da ruft doch Geld, Geld, dafür? Geld. Nee. Also hier ruft bestimmt kein Muezzin. Aber wie lange zockst du denn schon die Leute ab? Erzähl mal. Wie gesagt, sie haben das Recht, ihre Meinung zu haben. Das habe ich auch. Ich zocke keinen ab. Doch? Ja. Bei mir hat es halt nicht geklappt. Ach, nee. Ist das eine Schande? Klappt oder nicht? Ist das eine Schande? Nee, keine Schande. Doch, schäm dich. Warum soll es Schande sein? Guck mal in den Spiegel. Ich zock jeden Tag alte Leute ab, die Baujahr 50 und älter sind. Das ist eine ehrenhafte Leistung, Mann. Richtig geil. Echt? Also richtig was geschafft im Leben. Hä? Sie wohnen noch zur Miete in der BRD. Ich wohne zur Miete in der BRD und habe mir meine Ehre bewahrt. Da haben Sie was geschafft. Was für Ehre. Und was hast, was hast du mit dem geklauten Geld gemacht? Dir ein Haus gekauft oder was? Was für Ehre, wenn ich Sie bitten darf. Was für Ehre. Also Ehre hat man erstmal, bis man sie verspielt. Und wenn man Leuten das Geld wegnimmt, denke ich, hat man das getan. Und Sie haben bestimmt auch dem netten Herrn Adolf geholfen, dabei 6 Millionen unschuldige Menschen zu töten. Meine Güte, jetzt wird's aber echt niveaulos. Ja, Sie haben ja damit angefangen, ich nicht. Ich habe mit keinem Wort irgendwas von Adolf erzählt. Ja, Sie haben irgendwas von Ehre erzählt. Da habe ich gesagt, dass solche Leute eigentlich kein Recht mehr haben, über Ehre zu sprechen, meiner Meinung nach. Jetzt kommt die Nazi-Keule, wenn du keine Argumente hast, ne? Nee, keine Nazi-Keule. Na doch, die hast du gerade ausgepackt. Aus dem tiefsten verschimmelten Keller. Ach, Quatsch. Wo euer ganzes geklautes Geld versteckt ist. Sie haben über Ehre. Sie haben über Ehre gesprochen. Wie viele Leute zockst du denn ab am Tag? Erzähl mal, wie viele fallen da drauf? Wir haben Ehre gesprochen. Ich zocke keinen ab. Na doch. Nein. Selbst von Gewinnspielen, die es gar nicht gibt. Gib mal bei Google einen mit dabei, 24. Gib mal jetzt bei Google einen mit dabei. Na doch, hat er doch gesagt. Nein, das hat keiner gesagt, dass mit dabei heißt. Na doch, hat der Kollege gesagt, ich habe das hier doch alles aufgezeichnet und mitgeschrieben. Ach, können Sie gerne machen, ja, dann hören Sie gerne nochmal rein und dann werden Sie es nochmal hören. Ja, gib das doch mal ein, was der da mit dabei, 24, gib das jetzt mal bei Google ein. Den ganzen Verbraucherschutz, Rechtsanwaltskanzleien, alle warnen davor. Ist so. Können Sie auch machen. Ja, ist so. Mit dabei, absolut, ja. Und da bist du auch mit dabei? Nee. Bist nicht mit dabei, wo bist du denn dabei? Nee. Da bin ich nicht mit dabei. Wo hockt ihr denn mit eurer Drecksbude? Wir haben am Anfang des Gesprächs erklärt, ob es jetzt eine Falschangabe von Ihnen ist mit dem Namen oder so. Das weiß ich echt nicht. Also wie gesagt, ich habe es eben alles ausgedacht. Ganz erklärt. Nein, ja, kann ja sein. Das tue ich ja nicht irgendwie verneinen. Ich tue nur sagen, dass wir Sie lediglich aufklären wollten. Mehr nicht. Okay. Es gibt tatsächlich viele Falschanmeldungen, wie gesagt. Also wie gesagt, ich tue Sie hier von nichts überzeugen wollen. Wie gesagt. Nö, kannst du auch nicht. Ich hab dir ja gesagt, dass ich die Masche kenne. Da wäre jeder weitere Versuch, wäre ja doof, ne? Wäre es eine Masche, dann würde ich ja gleich aufregen. Natürlich ist das eine Masche. Ja, aber es ist ja blöd, mir irgendwie die Mühe zu machen und mit Ihnen weiterzureden, oder? Die Masche ist 20 Jahre alt. Da gibt es zigtausende Mitschnitte auf YouTube drüber. Das glaube ich. Dann sag mir doch mal, bei welcher, wenn es nicht mit dabei 24 ist, bei welcher Agentur habe ich denn ein nicht gekündigtes Gewinnspiel? Also hier steht der Name. Wie gesagt, Sie haben gesagt, der Name ist ausgedacht. Glaube ich Ihnen auch. Aber kann ja alles sein. Ja, aber wo denn? Lotterie steht hier. Staatliche Lotterie. Die beauftragt irgendwelche dubiosen Callcenter dann damit, da Rechnungen einzutreiben. Nee, wir treiben keine Rechnungen ein. Wir tun die Leute lediglich in Fragen und in Kenntnis setzen. Ja, das ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch Quatsch. Entweder sie zahlen das voll oder 4 Monate, aber kündigen können sie nicht. Aber bei uns zahlen sie schon mal gar nicht. Na doch, hat er doch gesagt. Ich habe das doch alles aufgezeichnet. Ja, aber bei uns direkt zahlen sie schon mal gar nicht. Die zahlen der staatlichen Lotterie. Nein, eine staatliche Lotterie. Wo firmiert die denn unter welcher Firmierung? In Berlin ist die zuständig. Ja, wie heißt da der Ansprechpartner, der Firmensitz etc.? Ihr müsst ja einen Auftraggeber haben für eure Machenschaften da. Ist die türkische Mafia oder die libanesische? Ja, Quatsch. Also türkische Mafia, sehen Sie jetzt, Sie sprechen von Niveaulosen und sagen irgendwas von... Nee, ihr seid Kriminelle. Ihr seid Kriminelle, das steht außer Frage. Sie tun alles Kriminelle gleichsetzen mit Türken und Libanesen und weiß der Geier mit wem. Ja, es ist ja statistisch erwiesen, dass 98% der Telefonbetrugsversuche aus der Türkei kommen. Das ist einfach so. Ja, die kommen aber nicht aus der Türkei, wie gesagt.
Na, ihr hört euch aber alle so an, vor allem der Kerl, mit dem ich eben gesprochen habe. Das war auch kein Ukrainer. Ja, das ist Ihre Meinung. Aber ja, das ist so. Dann soll er lieber kämpfen gehen, anstatt alte Leute abzuzocken. Zu der Meinung bin ich ehrlich gesagt auch, aber naja. Ja, dann sag, gib mir den nochmal. Ich erzähl dem das. Ich gebe ihm, geb ihm die Nummer von der Fremdenlegion. Da kann er da anrufen. Statt hier die Leute abzuzocken. Ich weiß jetzt nicht, ob die Fremdenlegion in der Ukraine Krieg führt. Nein, es gibt ja auch eine ukrainische Legion, die sich, sagen wir mal, die mal ausländische Staatsbürger anwirbt. Also da kann er wenn er Geld braucht, da kann er da ja kämpfen gehen. Aber hier nicht in Deutschland den Leuten das Geld wegnehmen. Das ist scheiße. Davon habe ich gehört, ja. Ja, nee, ja. Wir tun hier kein Geld drauf. Na doch. Wie gesagt, ich habe Ihnen alles nur erklärt. Nee, deine Telefonnummer ist ja auch falsch, unter der ihr anruft. Ist ja alles falsch von euch. Ist Ihre Meinung. Nee, das ist eine Tatsache. Ja, das geht ja nicht. Gib mal die Nummer bei Google ein. Sie haben doch selbst Google, oder? Ja, aber du sollst das ja mal selber machen. Das ist alles bekannt, was ihr da macht. Wie gesagt, das ist Ihre Meinung. Nö, das ist eine Tatsache. Dagegen sage ich ja auch nicht. Ja, ist Ihre Meinung, dass es eine Tatsache ist. Das ist immer noch eine Meinung. Natürlich ist das eine Meinung, aber eine validierte. Genau. Mach das doch einfach mal. Sieh doch mal, was die ganze, was die ganzen Leute so schreiben. Warnung vor dieser Telefonnummer. Ich habe Ihnen ja auch gesagt, ich bin mir dessen bewusst, dass es da viele Leute gibt. Aber wie gesagt, wir tun den Leuten hier nichts abziehen. Wir tun den Leuten noch nicht mal was abbuchen. Wir tun den Leuten lediglich in Kenntnis setzen. Ja, nicht. Ach so, ihr macht ja aber dann auch die Vertragsunterlagen fertig für die Firmen. Nee. Dafür sind sie gar nicht zuständig. Das haben wir gar nicht, das Recht. Natürlich. Da hat er mir gerade noch was anderes gesagt. Ja, ob er das erklären konnte, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, bei uns wird alles. Wo habt ihr eigentlich zugewendet? Wo scheint es ja da scheinbar so eine Art Mini-Chef zu sein. Aber wo kriegt also diese ganzen Callcenter eigentlich immer diese ganzen Trottel her? Also von Trotteln habe ich jetzt hier überhaupt nichts. Nee, ich habe das ja gesagt. Wir setzen, ja, ich sag ja nur, wir setzen die Leute lediglich in Kenntnis, dass die Leute auch was Schriftliches bekommen. In dem Fall haben Sie gemeint, ist ein falscher Name, ein falscher Nachname. Okay, glaube ich ihm, haben wir festgelegt. Aber es gibt auch wirklich Leute, wo sagen, nee, das war ich nicht. Das war irgendjemand anders in meinem Namen. Dann bitten wir die Leute, bitte aufzupassen, weil auch sensible Daten unter anderem von den Leuten reinigen und zur Bank zu gehen. Und das heißt, bei Ihnen ist das alles ganz seriös, ja? Meiner Meinung nach, ja. Wir tun hier gar nichts abschließen. Gut, wir tun hier auch gar nichts irgendwie. Dann machen wir das jetzt so. Ich mache von meinem Auskunftsrecht nach der Datenschutzgrundverordnung Gebrauch, das Auskunftsrecht, und fordere Sie auf, alle in Ihrem Unternehmen über meine Person gespeicherten Daten einmal zur Ansicht per E-Mail zuzuschicken, weil ich das Korrekturrecht in Anspruch nehmen möchte. Ja, wird auch von mir so beantragt. Perfekt. Alles klar. Welche E-Mail-Adresse haben Sie denn vorliegen von mir? Ich habe hier keine E-Mail-Adresse vorliegen. Ich habe hier Sternchen vorliegen. Auch bei der IBAN habe ich Sternchen, weil es gibt ja Datenschutz. So ja, natürlich. Und ich muss nur die letzten zwei Ziffern nennen, ich weiß. Nein, Sie müssen mir gar nichts nennen. Um Gottes Willen, Sie müssen mir gar nichts nennen. Nee, da sind wir ja drüber über das Thema. Ja, aber das ist auch. Nein. Es gibt da so einen Film über Napoleon, da klaut ein britischer Offizier ein Schwein aus einem Stall und der wird vom General erwischt. Und er leugnet das auch so vehement wie du gerade den Betrug, und er wird dann hinterher befördert, weil er eine hoffnungslose Position zu verteidigen weiß. Ne? Also vielleicht versuchst du es auch mal bei der Armee, so als Minensucher oder so. Warum soll ich zur Armee? Generell gegen Krieg. Ja, tja, einer muss es ja tun. Einer muss es ja machen. Ja, wer Lust drauf hat, wer sich irgendwie aufgeilt, irgendwie jemand anderen. Es gibt auch Leute, die geilen sich dran auf, dem Opa die Kohle wegzunehmen. Da gibt es ja auch genug von. Ja, da haben Sie auch recht, ja. Ja, also schäm dich was. Ja, ich bin aber keiner von diesen Leuten. Na doch? Nein, ich rede ja ganz vernünftig mit denen. Ja, natürlich, weil du weißt, dass ich die Masse kenne. Du könntest jetzt ja diskutieren, aber das bringt ja nichts. Diese Nummer haben nur Kriminelle. Warum sollte ich denn mit Ihnen diskutieren? Wäre ich ein Krimineller? Dann würde ich es bei Ihnen versuchen und würde, okay, auflegen drücken, oder? Das habe ich schon ganz oft gehabt. Da haben dann welche gesagt, oh, ich habe mich jetzt herrlich unterhalten, ich habe das auch aufgenommen und da, und wir schicken dich. Um Gottes Willen, wir tun hier gar nichts aufnehmen. Alles schon gehabt. Dazu habe ich überhaupt kein Recht. Ach, als ob euch Recht und Gesetz interessieren, du. Ach, und wie interessiert das? Bitte? Wie interessiert Recht und Gesetz? Ja, natürlich, sonst würde ich das hier nicht machen. Ja, okay, das glaube ich Ihnen so, wenn Sie mir das so sagen.
Natürlich. Also, möchtest du denn jemanden grüßen? Nee, ich habe keinen zu grüßen. Das ist ja, na gut, das ist ja meistens so eine Callcenter-Biografie. Mhm. Keine Familie, keine Freunde, dann gehen wir Leute abzocken. Nee, das hab ich ja nicht gesagt. Keine Familie und Freunde, aber ich meine. Aber die wissen das halt alle nicht, ne? Weil da wird man ja, in jeder ehrenhaften Familie wird man ja total auf die Schnauze kriegen für sowas. Doch, ist jede Meinung. Ja, natürlich, das ist so, aber da scheiden sich ja die Geister. Meine Frage war nur, warum sollte ich über Sie irgendjemanden grüßen wollen? Ja, das ist Höflichkeit, ne? Wenn man die Gelegenheit hat. Sag, hallo Schatz, ich bin im Fernsehen oder hey, Junior, guck mal, was aus Papa geworden ist. Da kann man schon mal die Gelegenheit nutzen, ne? Ja. Könnte man machen, ja. Ja, dann grüß doch mal. Grüß doch mal wen. Hm? 16.000 gucken gerade. Bei YouTube. Kann ich mir das dann ansehen? Bei YouTube läuft das. Bei YouTube kann ich mir das ansehen. Jetzt gerade. Mhm. Und im Kanal? 16.000 Leute gucken gerade zu und die freuen sich alle tierisch. Ja, aber was soll ich denn eingeben, damit ich mir das ansehen kann? Nee, hast ja Hausverbot bei mir, das geht ja nicht. Du bist ja am Arbeiten, da darfst du ja nicht einfach YouTube gucken bei der Arbeit. Dann macht ja keinen Sinn, das ist schon gesagt, grüßen tu. Ja, das ist ja live, das kannst du ja eh nicht mitverfolgen. Da ist ja kein Zeitvertreib, dass er hier keine Pause dazwischen. So, okay, aber Sie haben mir doch eben gesagt, Sie könnten es per YouTube anschauen, also. Ja, natürlich, aber das ist ja live, da kann man nicht zurückspulen. Nee, das habe ich ja auch nicht behauptet. Ich wollte nur fragen, ob das auch auf YouTube bleibt. Ich kann es mir ja später ansehen. Ja, das kommt dann, sagen wir mal, zurechtgeschnitten nochmal. Ne? Was die ganzen Pausen, wo ich dann singe und meine Meerschweinchen zeige, das will ja nicht jeder angucken. Ach so, ja, da haben Sie recht. Das ist wohl wahr, weil Meerschweinchen mögen Leute auch nicht so oft. Ich bin Weltmeister im Meerschweinchen hochstapeln, aber das interessiert auch keinen. So. Schön für Sie. Auf jeden Fall. Und manche Leute stapeln anders hoch, ne? Wie wollen wir denn jetzt verbleiben? Gib die Telefonnummer doch noch mal dem nächsten Trottel da bei euch, der nicht richtig reden kann. Und dann kann ich den auch noch ein bisschen für euch trainieren. Da können wir ja einen Deal machen. Warum denn trainieren? Sind Sie jetzt so? Ich bin schwieriger Kunde. Ich kann mich auch ganz dumm stellen. Um Gottes Willen, warum denn? Na, wie, weil ich nicht blindlings die Kohle rausrücke. Das hat auch keiner von Ihnen hier irgendwie. Na doch, der Kollege, der war schon dran. Die Abbuchung kommt am 1. oder am 15. Konnte mir nicht sagen, was 7 mal 5 ist, aber will mein Geld haben. Mhm. Jo, ich weiß ja nicht, ich habe das Gespräch mit dem Kollegen nicht mitgehört. Ja, das kannst du dann ja nachhören. Ja, das habe ich auch gefragt. Auf welchem YouTube-Kanal? Das ist der Hühnerkanal. Ach so, okay. Das heißt wirklich so. Das ist mal Hühnerkanal. Ja, warum sollte ich ihn nicht glauben? Ja, weil der Name sehr lustig ist, ne? Wie lange musst du denn heute noch in Anführungszeichen arbeiten? Relativ? Wie lange meine Arbeit? Ja. Relativ lustig, habe ich gemeint. Ach so, das ist schön. Mhm. Also ich habe jetzt schon 7 verschiedene Stimmen dahinten gezählt. Wie viele Leute treiben sich denn da rum in der Massentierhaltung? 7 verschiedene Stimmen? Ja. Also ich höre 2 Frauen immer schreien, dann bist du da, der andere komische Verrückte, mit dem ich am Anfang gesprochen habe, sind wir schon bei 4. Und da sind noch so andere Brunftgeräusche im Hintergrund. Da haben sie aber trotzdem falsch gezählt. Naja, das ist ja nur im Hintergrund zu hören, schlecht in Headsets zu hören. Das kann man ja auch nicht auf die Person genau ausmachen. Da haben Sie auch recht. Ist so, wo kauft ihr die? Im Euroshop? Was im Euroshop kaufen? Die Headsets. Ach, die Headsets, ja. Ja, Schrott, bestimmt im Euroshop, Zeug, oder? Hm? Mit welcher Firma spreche ich denn jetzt gerade eigentlich? Habe ich schon am Anfang des Gesprächs gesagt, oder? Ja, staatliche Lotterie, das ist aber keine Firma. Wenn ihr für die arbeitet, seid ihr eine eigenständige Firma, die in Firmierung... Genau, den Namen haben wir schon am Anfang genannt. Gespräch. Ja, mit dabei 24, hat er gesagt. Sie haben es doch aufgenommen, also können Sie zurückspulen und sich das Ganze an. Ja, aber nicht während der noch laufenden Aufnahme, das ist ja Quatsch. Nee, jetzt nicht, aber... Können Sie mir mal Ihre Handelsregisternummer vortragen? Und wer sind Sie, dass ich Ihnen meine Handelsregisternummer gebe, beziehungsweise die Handelsregistergruppen? Ein Kunde, der danach fragt, ist ja ein offen einsehbarer Teil der Firmenbezeichnung. Ja,
Kann ja im Handelsregister jeder nachlesen, aber dazu braucht man halt die Nummer. Eine seriöse Firma hat sowas. Ja. Und eine Umsatzsteuer-ID. Und die geben Sie einfach jeden so durch, oder was? Ja, natürlich. Wenn ich als Firma danach gefragt werde, bin ich da ja auskunftspflichtig. Wenn ich jetzt eine Firma anrufe und sage, ich möchte gerne Ihre Nummer, meinen Sie wirklich, dann geben Sie mir einfach so durch? Jede seriöse Firma macht das, weil da auf ihr Rückschluss gezogen werden kann, wie lange ist die Firma schon am Markt, welche Kapitalisierungsrate hat. Weil Sie gerade live was aufnehmen und ich soll da meine Nummer durchgeben. Also ich bitte. Nicht Ihre Telefonnummer, Handelsregisternummer. Ja, das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche, da merkt man schon wieder, dass das alles fake ist bei euch. Nein, aber man gibt generell keine Nummern in einem Live-Aufzeichnung. Das ist doch. Ja, sagen die Kontonummern von alten Leuten haben wollen. Das ist immer wieder diese Ironie des Schicksals. Wir möchten keine Kontonummern. Wie ist denn eigentlich der richtige Name von dem Kollegen? Der hat sich ja auch mit einem falschen Namen vorgestellt. Der hat sich mit einem falschen Namen vorgestellt. Also nicht Michael irgendwas, und dann sagst du, er ist aus der Ukraine. Es gibt auch Deutschrussen in der Ukraine? Also Minderheit, ne? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass genau die dann hier anrufen und den Fake-Namen, den sie zugeteilt bekommen, auch nicht aussprechen können. Da ist die Chance, im Lotto zu gewinnen, glaube ich, höher. Und zwar ohne, dass man abonniert. Wie viele Deutschrussen es in Deutschland zurzeit gibt? Ja, sehr viele. Einer ist hier mit am Telefon. Ich bin DJ Dimitri, du bist live auf Sendung bei uns. Aber das weißt du schon. Ja, aber mit Ihrer Sendung haben Sie auch faschistische Äußerungen gehabt. Was haben wir gehabt? Das sind leicht faschistisch, sind sie. Wer hat hier von Hitler gesprochen? Du hast von Hitler gesprochen. Ja, aber Sie haben doch als erstes irgendwelche Türken, irgendwelche Araber, Libanesen und nicht. Oh Mann, ey. Aber das, guck mal, das hat er sich gemerkt. Das Einzige, was er sich gemerkt hat. Weil der getroffene Hunde bellen, ne? Ja. Buck, buck. Wie wollen wir denn jetzt verbleiben, Kollege? Es wird langsam langweilig. Willst du ein Lied singen oder so? Was? Nee, ich nicht gar nichts. Singen wir türkische Nationalhymne zusammen, oder was? Hm? Ich habe gibt so ein schönes Lied über Erdogan, das darf man aber leider nicht singen. Doch, sie dürfen alles singen, warum nicht? Nein, das ist verboten. In diesem freien Land. Echt? Warum denn? Warte, aber ich hab ein anderes Gedicht, das ich dir vorlesen kann. Ich bin ja auch sehr poetisch. Ich muss das nur eben einmal raussuchen. Das ist eigentlich eher auf die Bitcoin-Masche gezimmert, aber ich finde, das kann man zwischendurch auch mal den lieben Leuten hier vortragen. Jetzt hat er aufgelegt, schade. Jetzt wollte ich gerade noch das Callcenter-Abwehr-Gedicht holen. Ich kann es nicht mehr auswendig, aber ey, wie der verzweifelt versucht, da noch seinen Text zu halten und das alles zu rechtfertigen, ist schon arg traurig.